Jetzt schau, jetzt ist linksgrün. Jetzt kannst du gehen. Für die Reise bin ich über den grossen Teich nach Hollywood geflogen. Bin seit langem wieder mal an Steuer gesessen und ich bin überrascht worden. Immer wieder. Das ist ein riesiges Gebäude. Auf meiner Suche nach dem Ernst Albrecht Heiniger. Einem, den ich durch Zufall entdeckt habe und der mich dann nicht mehr losgelassen hat. Weil der Mann war nicht nur ein begnadeter Fotograf, ein Perfektionist, der nichts dem Zufall überlassen hat. Keine Bewegung, kein Blick. Er war auch Filmemacher, der Schlangen im Grand Canyon nicht nur gefilmt hat, sondern so lange studiert und trainiert, bis sie im Takt der Filmmusik gekrochen sind. Einer, der zwei Oscars für Disney gewonnen hat. Und einer, der jahrzehntelang an einer neuen Form von See getüftelt hat, davon geträumt hat, weltweit 360-Grad-Kino zu eröffnen. Ein Bauernbub, der es von seinem kleinen Schweizer Kindheitsdorf in eine Villa in die Hügel von L.A. geschafft hat, der zusammen mit seiner Frau Jean die ganze Welt bereist hat. Und trotzdem, der Heiniger ist heute praktisch unbekannt. Ich finde nur wenig Spuren, keine Nachfahren, keine Interviews oder Filmaufnahmen. Wie kann das sein? Und vor allem, wer ist der Mann? Er hat immer gesagt, der Walt Disney, das ist sein bester Freund gewesen. Walt Disney war einer fürs Volk, für die Massen, die Unterhaltung. Mein Onkel war mehr fürs Authentische, für die Natur, für die Wahrheit. Die Vielseitigkeit ist gewaltig von diesem Menschen. Er war ein Autist und ein Knorz, oder? Wirklich ein Berner. Schädel. Wir haben immer nur den Boss gesagt, oder? Ja, ja. Los Angeles, Hollywood. Der Kosmos für Träume, das Pflaster der Stars. Da hat Heiniger lang gelebt, da ist er 1993 gestorben. Meine Suche da zu starten bringt aber nicht viel. Die Türen von Disney in Burbank bleiben nämlich zu. Die Maus zeigt sich von ihrer harten Seite. Ich starte meine Recherche besser mit etwas, wo ich Infos dazu finde. Auf einem Höhepunkt des Heinigers im Arbeiten. Das heisst mit dem Film «Rund um Rad und Schiene». Einem Publikumsmagnet an der Expo 64 in Lausanne. Die SBB hat für die Expo etwas Neues wollen, einen spektakulären Film mit 360 Grad. Für das hat sie bei Disney angeklopft, weil Disney kurz vorher ein Rundumsystem mit 9 Kameras entwickelt hat. Der 55-jährige Ernst A. Heiniger war der Mann für die Umsetzung. Ein ganzes Jahr lang hat er Schauplätze rekognosziert, hat komplizierte Drehbücher geschrieben und hat sich dann mit 6 Assistenten an die Arbeit gemacht. Mittlerweile sind alle gestorben, außer einem, den ich zum Glück in Zürich finde. Und mit ihm ganz viele Unterlagen. Das ist gut, ja. Es ist der Peter Münger, der mit 25 als Cutter zu der Heiniger Crew gestossen ist. Bei ihm ist der Name Programm. Man hat mir immer gesagt, Multimedia Münger, Triple M. Das war mein Übername, oder? Sehr gern zeigt mir der Triple M sein Werk. Weltweite Multiscreen-Projektionen zum Beispiel. Film über Schweizer Künstler. Aber jetzt geht es um den ehemaligen Boss. Das ist der Heiniger in der typischen Pose, oder? Im Prinzip ist ja das fast ein griechischer, sieht aus fast wie ein griechischer Gott, oder? wo irgendwie erklärt, oder? Das ist dann die Kamera und das ist ein ganz schweres Ding natürlich gewesen, oder? Man hat das sowohl auf Auto wie auf Dresine hat er das montiert. Da sieht man bei der Sägefröhrni zum Beispiel, oder? Ist das da montiert auf einem grossen Gestell, am Helikopter. Der Aufwand war enorm. Stundenlang ist der junge Münger mit dem Boss im Chevrolet gesessen. Die Dreharbeiten haben ewig gedauert. Beim 360-Grad-Bild musste alles stimmen. Alles. Der war natürlich unglaublich akribisch in der Vorbereitung. Er war ein Autist, oder? Er hat immer genau gewusst, was er will und war ziemlich stur. Es wird mir nicht ganz klar, ob der Triple M den Heiniger belächelt oder vielleicht bewundert.
Beispiel für seine Sturheit hat er auf jeden Fall ein paar. Wir haben uns getroffen am Bahnhof und dann hat es geschifft und ein schlechter Wetter bricht wirklich. Und dann, habe ich gesagt zu ihm, ja, also ich glaube, heute ist nicht viel los. Und sagte er, nein, nein, der Wetter bricht, die lügen immer und so. Und jetzt gehen wir ganz leid. Und dann nachher, dann sagte er, ja, woher wollen wir gehen? Und sagte, auf den Grimsel. Dann sind wir wirklich auf den Grimsel gegangen, mit 3 Autos. Ich mit ihm, mit seinem super grossen Amerikaner-Schiff vorne. Und dann hat es wirklich gezeigt. Dann sagte er, gehen wir da rauf. Und dann nachher, hat das natürlich gekannt. Er hat jeder nicht gekannt im Prinzip, in der Schweiz oder als Berggänger. Dann sind wir dort rauf, haben die Kamera dort raufgeschleppt, oder? Und siehe da, kaum sind wir fertig gewesen, hat es aufgerissen. Wunderbare Sonne hat gestrahlt, eine super, super Stimmung gegeben, oder? Das ist heilig natürlich, oder? Alle anderen hätten gesagt, ja, wir gehen nicht voraus in dem Seich, oder? Und, das ist stur, wirklich stur. Was ich gelernt habe von ihm, das ist die kreative Sturheit, oder? In gewissem Sinn bin ich ja auch ein bisschen jünger von ihm, was die kreative Sturheit anbelangt, oder? Nach einem Jahr Dreh und monatelangem komplizierten Schnitt war es so wie gewesen. Der große Tag ist da, die Expo 64 eröffnet. 6 Monate lang wird uns die Landesausstellung in Lausanne zu Land und zu Wasser Spiegel der Heimat sein. Das Circarama-Kino ist parat gestanden. Noch nie hat man so etwas gesehen. 9 grosse Screens, dazwischen 9 Projektor. Alles musste haargenau synchronisiert sein, jeder Handgriff eingeübt. Hinter den Kulissen haben 40 pensionierte Lokführer als Operateure geschafft. Vor der Kulisse hat sich Prominenz gezeigt. Die Expo war nicht nur Spiegel der Heimat, sondern auch Austauschort, ein Gaudi. Dort war der Lugibühl, der Tägeli war, viele andere, die man kennt. Es war so eine eingeschworene Bande. Im Abendweg hat man sich getroffen in Avange, in Couronne. Und zwar ungefähr um 5, Viertel ab halb 6. Weil dann ist der Wirt mit der frischen Froschschenkel. Also zu dieser lustigen Bande hat der Heiniger nicht gehört? Sicher nicht, nein. Nein, sicher nicht. Der Heiniger-Film ist ein Hit geworden. Mit 3,8 Millionen Zuschauern der meistgeschaute Film der Schweiz, hat die SBB stolz verkündet. Stundenlang ist man angestanden. Unter den Besuchern war auch der Erfinder des 360-Grad-Kino, der Ab Iwerks, einem Walt Disney seine rechte Hand in Sachen Innovation. Sehr netter, älterer, ganz feinfühliger Mensch, oder effektiv, oder? Wo ich hatte das da gar noch nicht gewusst, wer er eigentlich ist, oder? Und was er für eine wichtige Funktion gehabt beim Disney. Das ist vom App Iwerks sein erste der Mickey Mouse Vorläufer, den er erfunden hat, oder? Steamboat Willy hat das geheißen, aus dem Jahr 1928. Und das war einer der ersten Tonfilme, wo der Disney Geräusche gemacht hat. Hey Poodle, here she comes! Der Ab Iwerks war ein feiner, feiner Typ, wirklich. Und im Gegensatz zum Disney, der natürlich als Star kam, ist mit seinem Schnäuzli und mit der Encourage und Gefolge und hat sich auch aufgespielt wie ein Star, oder? Ernst Heiniger hat dem Disney seinen Besuch aber geschätzt. Zusammen mit seiner Ehefrau Jean hat er Walt und seiner Frau Lilly die Expo gezeigt. Das steht auf einem seltenen Notizblatt, das ich während der Recherche finde. Wir verbrachten 2 wundervolle Tage zusammen an der Expo. Walt hatte den Enthusiasmus eines kleinen Jungen. Er wollte alles sehen und ausprobieren. Es war erstaunlich, wie sanft und verträglich dieser Riese sein konnte, weit weg von seinem Studio und seinen Verantwortungen. Walt hatte eine besondere Liebe zur Schweiz. Wir planten, eines Tages gemeinsam durchs Land zu reisen. Ich musste ihm versprechen, ihm viele spannende Orte abseits der Touristenroute zu zeigen. Dass der Heiniger wenige Jahre vorher für den Disney 2 Oscar gewonnen hat, hat man da nicht gewusst. Man hat das nicht zur Kenntnis genommen. Durch das er weg ein paar Jahre in Amerika war, hat es einen grossen Unterbruch gegeben. Und die Generation, die dann kam, hat ihn einfach nicht gekannt. Und er hat überhaupt da nicht reingepasst. Nicht reinpasst, angeguckt. Das höre ich bei meinen Recherchen immer wieder. Ein hölziger, eigensinniger Typ sei er gewesen.
Einer, der sich häufig mit anderen überworfen hat und doch auch eindrücklich und gross gewachsen. Der mit dem schönen Atelier, mit dem hervorragenden Auge. Der Choleriker, der Charismatiker. Einer, der immer alles selber hat müssen erfinden. Da lohnt es sich dran zu bleiben, weiterzusuchen. Der junge Heiniger ist zuhause abgehauen, hat in Zürich eine Lehre als Positivretuscheur gemacht, hat sie abgebrochen und sich mit 19 selbstständig gemacht und hat dann schnell sein Businessmodell geändert. Das schreibt er im Vorwort von einem seiner Fotobücher. Ich realisierte, dass es ziemlich dumm war, schlechte Fotografien zu verbessern, wenn es doch viel schlauer war, gleich von Anfang an gute Bilder zu machen. Mit dieser Philosophie ist er also Fotograf geworden, hat schnell Kontakt geknüpft, hat zusammen mit dem Heiri Steiner ein Atelier für Grafik und Fotografie gegründet. Eine Kombination, die dann etwas völlig Neues war. Der Heiniger hat es weitergezogen. Er hat sich aus Filmen beigebracht und war bald Kameramann für den Film «Syl Bernina». Ein Film über das Verlegen vom Telefonkabel über den Bernina-Pass von Puschlav ins Engadin. Sein erstes filmisches Werk, das ihm sogar einen Preis an der Biennale von Venedig gebracht hat. Mit dem Regisseur des Films wird mir gesagt, es soll immer wieder Kreuz gegeben haben. ...1943 ist er in sein neues Wohnatelier beim Hauptbahnhof Zürich gezogen. An die Bahnhofstrasse 110, wo er 40 Jahre gehalten hat. Heute werden hier 10 fototauglich gemacht. Viele haben mir von dem Atelier vorgeschwärmt. Den schönen Objekt, den hohen geschwungenen Fenster, dem guten technischen Equipment. Zumindest drin einem zielstrebigen, wortkargen Boss. Ein Atelier, das man sich zuerst mal leisten muss. Nur wenige erinnern sich heute noch an die Anfangszeiten. Aber einen finde ich, der 3 Jahre beim Heiniger geschafft hat. Der heute 91-jährige Fotograf Friedrich Engesser, der momentan gerade sein Lebenswerk aufräumt und sich über Besuch freut. Also hauptsächlich der Fuchs und Tigle. Er fotografiert heute ab und zu noch einen nächtlichen Besucher. Aber eigentlich war die Flugfotografie sein Leben. Er erinnert sich gut an die Bahnhofstrasse, an die Arbeit für Betriebe wie zum Beispiel PTT, Pro Telefon, an Boss und seinen Perfektionismus. Also zum Beispiel eine Schreibmaschine fotografieren, die Olivetti, die moderne, oder ein Zahnrad. Aber wehe, wenn ich 3 Tage an dieser Maschine geschafft habe, war sie nachher nicht recht. Wenn ich unter 3 Tagen kann man nicht eine Schreibmaschine fotografieren. Geht nicht. Ich habe ihn natürlich sehr geschätzt, im Gegensatz er mich. Mich hat er eher so etwas links liegen lassen. If you're living on the plane. Kurz später, Anfang 50er Jahre, ist im Heiniger seine Ära in den USA losgegangen. Mit meinen Unterlagen mache ich mich auf die Reise. Was ist dran an seiner Freundschaft mit dem Walt Disney? An den Oscar-Film, den ich nie nicht finde. Als erstes lerne ich einen Musiker kennen, den George, der sich spontan bereit erklärt, den Soundtrack für unseren Film zu schreiben. Das passt wunderbar. Schließlich singt er vom kalifornischen Traum. California. Well, if you've had Manhattan. 2 Stunden nördlich von Los Angeles in Ojai, in einem Bilderbuch vor Ort, treffe ich den Don Iwerks in einem Bilderbuchhaus. Er ist ein Glücksfall, nicht nur, weil er mich herzlich empfängt. Der Don weiss einiges über Heiniger seinen kalifornischen Traum und seine Arbeit. Er hat selber 40 Jahre bei Disney geschafft, in der Disney-Werkstatt, wo technische Entwicklungen vorantrieben worden sind. Er ist selber eine Disney-Legende. Das ist eine hohe Auszeichnung in der Welt von Mickey und Co. Und vor allem, er ist der Sohn vom Mickey-Erfinder Ab Iwerks. Ich würde mich nie mit meinem Vater vergleichen. Er war ein Genie. Über das Genie und seine Verbindung zu Disney will ich natürlich ein bisschen mehr erfahren. Der Don erzählt gern. Mein Vater und Walt sind zusammen aufgewachsen in Kansas City, Missouri.
Sie haben dort im gleichen Studio geschafft. Dann ist der Walt nach Hollywood gezügelt, hat mit seinem Bruder eine eigene Firma gegründet und meinem Vater einen Brief geschickt. Er hat geschrieben, komm zu uns ab. Es ist grossartig da. Im Gespräch mit dem Sohn vom Ab bestätigt sich, sein Vater war lange im Disney seine rechte Hand. Die Hand, die für die Maus zuständig war. Die Maus, die für Disney alles verändert hat. Es war eine wunderbare Zeit, um bei Disney zu arbeiten, wo der Walt noch gelebt hat. Wir waren immer gespannt, welches Projekt er als nächstes bringt. Wo zum Beispiel Disneyland kam, haben wir an neuen Bahnen am Dampfzug gearbeitet. Und eines Tages hat der Walt meinen Vater gefragt, ob es möglich wäre, ein Filmsystem zu entwickeln, das volle 360 Grad abdecken kann. Mein Vater hat überlegt und ja gesagt. Und Disney hat gesagt, dann mach's. Ja, ich denke, wir können. Walt just says, well, look into it. Won't you look into it? Why don't you look into it? Das war also die Geburt der 360-Grad-Kino-Idee. Aber wie ist der Heiniger dazugekommen? Wie ist er bei Disney gelandet? Vieles ist mir unklar. Kann es wirklich sein, dass ich einen Film mache über einen Menschen, der fast keine Informationen dazu gibt? Ich habe noch nie seine Stimme gehört. Es gibt keine Tonaufnahmen, keine Videos. Das heisst, fast keine. Zu meiner grossen Freude finde ich eins. Eins einziges aus einer Filmwochenschau. Es zeigt der Heiniger bei der Plakatgestaltung für die Weltfotoausstellung in Luzern im Jahr 1952. Ein Wendepunkt in seiner Karriere. Der 43-Jährige war für die Sachausstellung zuständig. Für das internationale Publikum hat er sich in Szene gesetzt, hat extra ein Fotobuch herausgegeben, wo er ein bisschen unbescheiden «Masterpieces of Photography» getauft hat. Eine Auswahl von seinen Werken aus den letzten 20 Jahren. Eine Gegenüberstellung von alten und neuen, von sachlichen und sinnlichen Aufnahmen. Ein Buch, das mich schnell packt. Im Heiniger seine Promotionsarbeit war nicht umsonst. Ein internationaler Gast hat angebissen. Der Walt Disney. Er hat sofort gesehen, der kann etwas, der weiß etwas, ist ein super Fotograf, wagt sich da auf die Schneewehen rauf und so Sachen. Ich habe dann gesagt zu ihm, Sie können bei mir Film machen. Walt hat gesagt, für unsere neue Filmserie «Land und Leute» hätten wir gerne auch einen Film über die Schweiz. Weil er das Land ja geliebt hat. Und für das gäbe es keinen besseren als den Ernst. Der Ernst hat zugesagt und ist so zum Don gekommen, wo er mit der Disney-Werkstatt seine Kamera parat gemacht hat. Laut einem Bericht aus «Die Woche» aus dem Jahr 1953 hat sich die kleine Crew aus Hollywood unter skeptischem Blick der Einwohner während fast einem Jahr in Guarda einquartiert. Mit dabei war auch der junge René Burri, links im Bild neben dem Heiniger, der als Kameraassistent und Set-Fotograf mitgeschafft hat. Das Ziel des Heiniger im ersten Disney-Film war klar. Die Schweiz ganz im Duktus der Serie als idyllisches, naturnäheres Land zu porträtieren. Das Leben der Bergbauern kennt wenig moderne Bequemlichkeit. Der Dorfbrunnen ist an den Waschtagen auch die Wäscherei des Ortes. Als gefahrenlose Idylle, weit weg von Technologie und kaltem Krieg. Trotz ihrer schweren Arbeit finden die Dörfler aber immer noch morgens Zeit, sich um den Garten zu kümmern. Das also sind die Schweizer. Ein kühnes, fleißiges und glückliches Volk. Und das ist ihre Heimat. Die Welt der ragenden Berge. Das Schweizerland. Im Schweizerland ist die Schweiz nie ausgestrahlt worden. Vielleicht ist er ein bisschen zu idyllisch geraten. Bald hat er weitere Filme für Disney gedreht. Zwei davon haben Oscar gewonnen. 30-minütige Filme mit dem Namen «Ama Girls» und «Grand Canyon». Aber wo sind die? Von Disney höre ich immer noch nichts. Ich behalte die Nerven, suche weiter. Ein Oscar-Gewinner ohne Oscar-Film passt mir nicht so recht ins Konzept.
Die Luft schmeckt nach Abgas und ein bisschen nach Hoffnung. Ich besuche die Academy Archives, das Oscar-Archiv. Da werden alle Oscar-Gewinner und Nominierten aufbewahrt. Ihnen darf ich aber auch da nicht. Aber der zuständige Officer Joe Lindner nimmt sich Zeit. Immerhin haben wir etwas gemeinsam. Auch er weiss, wie es ist, wenn man nicht an Film ankommt. Bei neueren Oscar-Filmen sind wir recht gut dran. Aber bei früheren Werken haben wir grosse Lücken in unserem Bestand. Nicht, wie wir annehmen in den 30er, 40er, sondern eher in den 50er, 60er, 70er Jahren. Weil dann haben sich viele Produktionen von den grossen Studios gelöst. Vor allem im Bereich Dokumentar, Kurzfilm. Da fehlen uns die meisten. Seit den 50er Jahren werden die Oscar im Fernsehen übertragen. Seitdem fließt Geld, auch für die Archivierung. Es gehört zum Joe Lindner, seinem Job, Filme nicht nur zu schützen, sondern auch zu finden und dem Publikum zugänglich zu machen. Für eine Dokumentarserie hat er das auch mit einem von Heiniger seinen Filmen machen. «Ama Girls» war einer von diesen Filmen, die wir aktiv suchen mussten. Wir sind zu Disney und haben gefragt, ob wir eine Kopie machen können, damit wir den Film auch zeigen können. Es ist uns mit vielen Filmen so gegangen, dass niemand gewusst hat, wo sie sind und darum fast in Vergessenheit geraten sind. Darum ja, ich finde es nicht erstaunlich, dass ein Film einen Oscar gewinnen kann und trotzdem verloren geht. Wo ein Film landet, wo eine Information, wo er wartet, ist manchmal im Zufall überlassen. Und manchmal braucht es auch einfach Geduld. Nach vielen Anfragen schickt mir Disney ein Ansichtsexemplar der Oscar-Gewinner. Im Film «Ama Girls», der 1959 den Oscar für den besten Dokumentar-Kurzfilm bekommen hat, geht es um den Tagesablauf der Bewohner eines japanischen Fischerdorf, besonders der jungen Taucherinnen. «The Amas are girls of superior stamina and exceptional physique. They take to the sea early.» Ehrlich gesagt stelle ich mich auf eine gewackelige, langfädige Dokumentation ein und bin erstaunt, wie genau und durchkomponiert der Film ist, bis zum letzten Bild. The mother still has the day's washing to sprinkle and fold. Der Ernst Heiniger war Mitte 50er Jahre für Dreharbeiten über 2 Jahre in Japan unterwegs gewesen. Japan hat ihn für immer verändert. Nicht nur ihn, auch seine Frau Jean. Genie, der immer an seiner Seite war, den er kurz vorher bei Disney kennengelernt und sofort geheiratet hat. Japan war nur der Startschuss. Nachher kam fast die ganze Welt. Sie haben beide eine wahnsinnige Ausstrahlung und wirken ja, eigentlich fast selber schon wie Filmstars, obwohl sie ja nie vor der Kamera, sondern immer hinter der Kamera gestanden sind. Es war ein gutes Couple. Die hatten ein außerordentlich gutes Verhältnis. Und sie war eine ganz feine, feine Frau. Der Heiniger hatte viele Freiheiten beim Disney. Es ist gut gelaufen. 1958 kam das nächste Projekt, die Verfilmung eines populären Musikstück, der Grand Canyon Suite. Von dem hat er schon lange geträumt, den Canyon mit seinen Tieren und in allen Jahreszeiten im Takt der Musik einzufangen. Und auch da war Genie an seiner Seite. Ob die feine Frau hat wollte oder nicht. Sie hat absolut nicht ein Meeting im Grand Canyon. Aber er hat ihr die ganze Ausrüstung gekauft. Und hat sie, als sie am Morgen vor der Abreise aufgestanden sind, damit überrascht. Mit Wanderschuhen, wasserfesten Kleidern. Und natürlich ist sie mitgegangen. Ich glaube, sie sind ganze 2,5 Monate auf dem Colorado River unterwegs gewesen. Für ihn hat ja alles perfekt sein. He had to have it perfect. Naturgewalten, scheue Puma, Schlangen, Sachen, die man schlecht steuern kann oder herumbefehlen, hat Heiniger da auf seine Inszenierungskünste verzichten müssen? Überhaupt nicht. Auch da hat er nichts dem Zufall überlassen, wie er selber in einem NZZ-Artikel schreibt. Leider sind die normalen Bewegungen dieser Schlangen zu langsam. Es mussten also Mittel und Wege gefunden werden, sie dem Tempo der Musik anzupassen. Versuche bestätigten, dass je wärmer der Boden war, umso schneller bewegten sich die Klapperschlangen. Für die vorgesehene Sequenz benötigten wir eine Bodentemperatur von 115 Grad Fahrenheit, um eine absolute Synchronität zu erreichen. Der Ernst Heiniger hat den Film allein umsetzen.
Um auf Gewerkschaftspersonal zu verzichten, hat er sich also als reichen Amateurfilmer verkleidet und sei dann mit dem fixfertigen Film zurück zum Walt Disney gekommen. Dem Film, der 1989 den Oscar für den besten Kurzfilm gewonnen hat. Wir haben auch ein Dokument, wo die Oscar-Nominierungen aufgelistet sind und auch dort steht dann nie sein Name. Und also wenn er einfach das Projekt so auf eigene Faust realisiert hat, dann ist das doch relativ unfair. Und ich denke mir, das ist sicher auch frustrierend. Grand Canyon, Walt Disney. Wie war das für ihn, dass nicht er, sondern ein Disney-Vertreter das Gold in die Finger bekommen hat? Vielleicht hat der gebürtige Thurgauer geschnaubt vor Wut. Vielleicht war ihm Ruhm und Glamour aber schlicht egal. Vielleicht hat er einfach nur die Magie von Naturphänomen, stille Momente einfangen, weit weg vom Rummel. Sein Klein auf hat seine grosse Liebe nämlich den Ross gehalten. Ihnen hat er mit 27 sein erstes Fotobuch gewidmet, genauer der ungarischen Pusta-Pferde. Dann war das Pionierarbeit. Pusta-Pferde war eines der ersten Fotobücher in der Schweiz, wo es wirklich um die Fotografie gegangen ist. Ernst Albrecht Heiniger, der Berufsmann, der nur wenig Privatspreis gegeben hat. Von seiner Kindheit bleiben nur ein paar Stichworte. Jugendzeit auf dem Bauernhof, Grippeepidemie, erste Liebe der Nachbarstochter, Zuneigung zu den Pferden, Verfeindung mit dem Vater, Zwist mit Brüdern. Trotz der vielen Geschwister, ich schaffe es nicht, Angehörige in der Schweiz zu finden. Weder in Urdorf, wo die Familie lang gewohnt hat, noch im Heimatort Eriswil. Hat er wirklich nie über die Vergangenheit geredet? Null. Null. Das ist nicht viel. Nichts. Er hat nie erzählt von sich. Nein, er hat nur mal gesagt, er habe irgendwie Retoucheur gelernt. Er hat nicht so viel über sein Leben geredet wie über seine Reise. Nur im Norden von Texas, in der Cowboy-Stadt Fort Worth, gibt es eine private Spur. Seine Nichte, Vicky Schoch, lädt mich herzlich ein. Ich bin erstaunt zu sehen, wie fest seine persönliche Geschichte hier weiterlebt. Der Vicky, ihr Haus ist voller Erinnerungen. Das Ross aus seiner Zürcher Wohnung an der Bahnhofstrasse, Vasen aus Japan, Stühle und sogar vier Schachteln voller Dias, die seit Jahren niemand aufgemacht hat. Oh, okay. And that's something. Kann ich das rausnehmen? They will be. They could be from anywhere. Mal schauen, die könnten von überall her sein. This could be from anywhere. I mean, machen wir sie auf und schauen rein. Ist das Japan? Yeah, that's Japan. Ja, das ist Japan. Und vor allem leben da seine Geschichten weiter. In der Wiki ihrer Erinnerung oder in einzelnen wenigen Tagebucheinträgen. Er schreibt zum Beispiel von seiner ersten Reise nach New York. Am Nachmittag des 18. Februar 1950 betrat ich in Rotterdam eine Dreierkabine des Schiffes Maasdam, der Holland-American-Linie. Das Schiff ist an der Freiheitsstatue vorbeigefahren, hat angelegt. Mein Onkel hat die Stadt angeschaut. Und er hat sie nicht so wunderbar gefunden, wie er sich erhofft hat. Am Anfang war er sogar ziemlich enttäuscht. Er ist durch die Straße gelaufen, hat die leeren Gebäude gesehen und denkt, die Stadtplaner hätten wirklich einen besseren Job machen können. Wahrscheinlich hat er recht gehabt. Es hat nur wenig Grünflächen gegeben für die Bewohner, das hat ihn gestört. Aber eigentlich ist er ja dort hingereist, um sein Buch über die ungarische Rost zu publizieren. Aber niemand hat das machen, weil es nämlich um Ungarn hinter dem eisernen Vorhang gegangen ist. Ja, was haben denn Pferde mit Politik zu tun? Als Antwort griff mein Verleger nach seinem Martini, leerte ihn in einem Zuge. Bis heute ist es mir nicht gelungen, Pferde gegen Politik einzuhandeln. Ich glaube, er hat viele Menschen motiviert, dazu gebracht, Neues zu suchen. Wegen ihm bin ich wahrscheinlich Ingenieurin geworden und habe mit Kunst angefangen, mit Malerei. Das war wegen ihm. Das heisst, er war ein Mentor, eine Inspiration. Eine Inspiration.
Ich habe ihn geliebt. Habe beide geliebt und bewundert. Sie haben so aufregende Leben geführt, zu einer Zeit, in der die wenigsten Amerikaner gemacht haben. Sie haben einfach ihre 7 Sachen gepackt und sind überall hingereist. Das war aber auch her für meine Tante, vor allem die 2,5 Jahre in Japan. Aber mein Onkel war nie krank, auch nie sehr krank. Er war der übergrosse Charakter, hatte breite Schultern, so eine innere Stärke. Der Onkel Ernst hat Vicky vom Walt Disney erzählt. Der hat dem Heiniger sein Talent sofort erkannt. Er hat ihn machen lassen, was er wollte. Bis es zum Streit kam. Mein Onkel hat immer mehr das Gefühl gehabt, dass der Walt Disney ihn umdiktiert. Aber er hat seinen eigenen Arbeitsstolz gehabt und hat nur gemacht, was er für richtig gehalten hat. Der Walt Disney ist später im Leben sehr obsessiv geworden. Viele talentierte Mitarbeiter sind dann gegangen. Aber als er gestorben ist, hat man meinen Onkel gebeten, ein paar Ziele zu schreiben. Und trotz ihrer Differenzen hat er einen sehr schönen Text geschrieben. Vicky hat den Text behalten. Ein netter Text, der aber durchscheinen lässt, dass da vielleicht 2 Dickschädel aufeinander getroffen sind. Der Ernst Heiniger schreibt: Die Welt ist plötzlich ein traurigerer Ort für mich. Walt konnte stur und beharrlich sein, doch wenn er einen Mann respektierte, behandelte er ihn wie einen Ebenbürtigen. Manche mochten seine Filme, andere fanden, dass sie vor Honig trieften und nichts mehr mit dem richtigen Leben zu tun hatten. Ich empfand Walt Disney als einen unruhigen Mann und manchmal als den einsamsten, den ich je getroffen habe. Es war im Sommer 1973, als die damals 18-jährige Vicky ihren Onkel zum ersten Mal gesehen hat. Gerade nachdem er und Tante Jean von einer 5-jährigen Reise durch 26 Länder zurückgekommen sind. Sie haben recherchiert über ein kurz später publiziertes Buch über Juwelen. Ich bin gerade fertig geworden mit der Schule, wo sie mich nach Zürich eingeladen haben, um den Sommer mit ihnen zu verbringen. Es war ein Traum. Der Onkel Ernst hat ihr die Schweiz gezeigt, die Berge, das erste Fondue, den ersten Wein und eine Kostprobe von seiner Hartnäckigkeit. Wonderful story. Wir haben geschlafen, es war 2 am Morgen, wo 2 Männer bei uns eingebrochen sind. Das Fenster war offen, es war eine warme Nacht. Als die Einbrecher dann wieder raus sind, sind wir aufgewacht. Und 2 Männer robbed us. Wir haben geschrien und die Polizei angerufen. My aunt and I, you know, screamed. We woke up and, you know, called the police. And my uncle und dann ist mein Onkel in seiner Unterwäsche den Einbrecher nah. Die Feuer steigen ab. Und hat einen geschnappt und meinen Pass zurückgeholt. Der andere hat aber noch meine Uhr gehabt. Darum haben wir natürlich am nächsten Tag an der Bahnhofstrasse eine neue Schweizer Uhr gekauft, um sie zu ersetzen. Er war mein Held. So he was my hero, yes. Das Leben war für meinen Onkel nie langweilig. Da war immer etwas, das ihn neugierig gemacht hat. Etwas, das er dafür gebrannt hat. Das war in den 70er Jahren vor allem der Traum, den Ernst Heiniger seit der Expo 64 und bis zu seinem Tod nicht mehr losgelassen hat. In einem 360-Grad-System aus nur einer Kamera, einem Projektor und einem Film. Ohne verschiedene Screens und mühsame Balken dazwischen. In einem fast magischen System, das den Zuschauer zum Mittelpunkt machen sollte. Er hatte grosse Leidenschaft für das 360-Grad-System gehabt, seit er die Disney-Kamera zum ersten Mal gebraucht hat. Und dann hat er wahrscheinlich überlegt, was wäre, wenn ich ein neues System auf 70 mm erfinden könnte, das alles in einem einzigen Bild zeigen kann. Schon früher hat der Heiniger versucht, Disney Company für seine technische Erfindung zu interessieren. Und er hat dabei, wie wahrscheinlich häufig, nicht tief gestapelt. 1971 hat er geschrieben: Walt glaubte daran, dass dieses Medium eine große Zukunft in Kinos größerer Städte haben könnte. Ich bin absolut sicher, dass das System in jedem Punkt überzeugen wird. Letztendlich wird es einen großen Beitrag an die Filmindustrie leisten. Der Heiniger hat von Nikon ein teures, spezielles Fischaugenobjektiv schleifen lassen. Er hat seine Idee überall präsentiert, hat sie 1975 unter dem Namen Swissorama patentieren lassen. Er hat grosse Hoffnungen gehabt, sein ganzes Geld in diesen Traum investiert, hat Pläne gehabt für Kino in New York, London, auf der ganzen Welt.
subjektiv allein hat natürlich nicht gelangt. Der Heiniger hat den jungen Ingenieur Heinz Gerber engagiert, der sich mit neuen Formaten auskennt hat. Der Heinz Gerber hat Pläne angefangen zu zeichnen für eine Swissorama-Kamera und ein Swissorama-Kino. Komplizierte Pläne. Das Projekt hat langsam Formen angenommen, die Welt konnte gespannt sein. 1980 hat auch Disney abgebissen, hat Don Iwerks in die Schweiz geschickt, um zu überprüfen, ob die Schweizer Erfindung auch etwas für den Weltkonzern ist. Das hat mich in die undankbare Position gebracht, wo der Ernst ein guter Freund war und ich für Disney aber eine objektive Meinung bringen musste. Was hast du gesehen? Was Don gesehen hat, sei ein einzigartiges System gewesen, aber ein System, das nicht lichtstark genug gewesen sei für grössere Standorte, wie es Disney hat bespielen wollte. Ich habe noch gesagt, für sehr kleine Standorte mit etwa 10 Meter Durchmesser wäre das Bild noch passabel. Aber das Studio hat sich nicht darauf einlassen wollen. Der 71-jährige Heiniger ist hartnäckig geblieben, hat nicht aufgegeben. Wenn Amerika nicht will, will vielleicht die Schweiz. Ihm ist eine permanente Vorstellung im Verkehrshaus Luzern vorgeschwebt. Er hat Sponsoren gesucht und Migros gefunden. Mit ihren 2,5 Millionen für den Bau eines ersten Swissorama-Kino und der Produktion eines ersten Swissorama-Films. Impressionen der Schweiz. Verträge sind unterschrieben worden, eine Crew gesucht, Dreharbeiten können losgehen. Der Markus Imthurn, heute Modellbauer im Jura, ist 1984 als junger Bursch als zweiter Kameraassistent dazugekommen. Er hat unbedingt zum Film willen. Das Zeug dazu hatte er. Zuerst die Jugendfilmtage gewonnen, dann noch die Weltmeisterschaft dort auch durch. Preise gewonnen. Und dann habe ich gewusst, ja, jetzt will ich zum Profifilm. Zwei Zielstrebige haben sich gefunden und auch zwei Einzelgänger, die sofort gut ausgekommen sind. Ist nicht so ein Regisseur, wie man sich das so vorstellt, so mit Megafon und dirigiert und schupft die Leute um, sondern hat das ziemlich ein bisschen so. Das hat alles sehr locker getönt. Und ich hatte dann das Gefühl gehabt, früher, als er noch jünger war, war er viel, viel strenger gewesen. Jetzt ist er so einfach, ja, es ist nicht mehr so wichtig, ob jetzt das Auto genau da steht oder da. Es kommt nicht mehr so drauf an. So die Altersweisheit, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, ja. Andere haben von Altersstaurheit geredet, aber die Ideen, die sind immer noch gross gewesen. Lawinen sind ausgelöst worden, die Patrouille Suisse ist extra geflogen. Aber je länger der Dreh gegangen ist, desto weniger Crewmitglieder sind übrig geblieben. Ich bin der Einzige, der am Schluss noch wirklich dabei war vom Anfang an. Weil er hatte den Ruf, das haben mir die anderen erzählt, das waren so richtige Profis damals, und ich das als Anfänger, dass er eben schwierig war. Und dann ist dann wirklich dann der Kameramann hat gesagt, ja, es ist mir zu langweilig, einfach wochenlang in St. Moritz hocken und auf Schnee warten. Es war natürlich schwierig, es musste alles rundum stimmen. Also nicht sagen, ja, da hinten sieht es gut aus, da ist es egal was, das ist nicht gegangen. Es hat immer alles stimmen. Und dann hat das halt einfach Zeit gebraucht. Der Junge im Turn hat die Geduld gehabt, hat seine Chancen gesehen, ist zum ersten Kameramann geworden und ein enger Vertrauter von Ernst Heiniger, bis zu seinem Tod. Am 2. Juli 1984 ist Swissorama das erste grossformatige, nahtlose 360-Grad-Kino auf der Welt im Verkehrshaus eröffnet worden. Obwohl es noch ein Prototyp war, das Verkehrshaus war zufrieden. Es sei ein Erlebnis, etwas, das man darauf aufbauen könnte. Aber es hat Streit gegeben, vor allem wegen der technischen Mängel des Films. Der Heiniger hat sich geweigert, während der Eröffnung seine Rede zu halten, geweigert, unscharfe Szenen neu zu filmen. Die Fronten haben sich verhärtet. Vielleicht hat es nur wenig gebraucht, um das System weiterzuentwickeln. Aber es war zu spät. Er hat sich schlecht behandelt gefühlt von der Schweiz, also wer auch immer die Schweiz dargestellt hat. Aber die Leute, die er, offizielle Leute, die er dazugehört hat, die haben seine Erfindung nicht anerkannt. Und das hat ihn sehr frustriert und dann ist er ausgewandert. Yeah, if you need to be set free.
1986 ist Ernst Heiniger mit seiner Frau Jean definitiv in die USA ausgewandert. Samt seiner Kamera, die er noch am Don Iwerks verkaufen konnte. Aber bis auf zwei kleine Produktionen hat es keine Fortsetzung mehr gegeben. Vielleicht ein kleiner Trost, das Kino in Luzern ist das einzige nahtlose 360-Grad-Kino geblieben. Es ist bis 2002 erfolgreich gelaufen. Es hat sich nicht durchgesetzt und es war Tragik, dass er im Prinzip ein bisschen untergegangen ist mit dieser Idee. Ich sitze im alten Saal vom Roosevelt Hotel in L.A., wo der Ernst Heiniger gerne seinen Sunday Brunch gegessen hat, und frage mich, was gewesen wäre, wenn der Walt Disney 1966 nicht gestorben wäre. Hätte er den Heiniger weiterhin unterstützt? Gut möglich. Eines Tages habe ich gehört, wie der Walt ein paar Gästen erzählt hat, dass der 360-Grad-Film das perfekte Mittel sei, zum Reisefilm zu produzieren. Weil man eben alles rundherum sieht. Er hat gesagt, wir werden Film machen für Länder überall auf der Welt. Die Länder stellen dann ein Kino zur Verfügung und zahlen für den Film und wir bleiben die zentrale Stelle. Leider ist der Walt ein Jahr später gestorben und die Idee ist mit ihm verschwunden. In less than a year he passed away and that idea went with him. So we never did it. Schwer zu sagen, was passiert wäre. Sicher ist, der Ernst A. Heiniger hat seine letzten Jahre in seiner Villa in den Hollywood Hills verbracht, zusammen mit der Jeanie. 1993 ist er da gestorben. Mit ihm sein Traum und fast seine Geschichte, sein Erbe. Wie kann so etwas passieren? Diese Frage führt mich zur Hauptstelle des ASI, der renommierten American Society of Cinematographers. Ein Museum von dieser Society hat Don Iwerks dem Heiniger seine Swissorama-Kamera und ganz viel Filmmaterial geschenkt. I will forever regret that. Ich werde das immer bereuen. Sie haben nie eine Antwort gegeben. Haben Gene nicht einmal Dank dafür. Soviel ich weiß, könnte das Material heute in einer Müllhalde sein. Where it is now, it could be in a landfill now, I don't know. Im oberen Stock vom ASC weiß man bei meinem Besuch nichts davon. Irgendwie schaffe ich es in unteren, wo mich der Kameramann mit dem Handy filmt und realisiere, Don sein Versuch ist wortwörtlich im Keller gelandet. Auf einem nicht inventarisierten Haufen finde ich eine einzige Swissorama-Filmrolle. Swissorama Impressions of Switzerland. Aber keine Kamera. In Texas steige ich mit der Nichte Vicky in ihren Jaguar. Der Jaguar, den Heinigers in ihren letzten Jahren in L.A. überall begleitet hat. Wir fahren zu einem Lagerraum, wo noch mehr von ihrem Onkel seiner Arbeit liegt. Und zwar seit dem Tod von ihrer Tante Jean im Jahr 2014. Meine Tante hat mir angerufen und gesagt, sie sei krank, ich soll vorbeikommen. Sie hat wollen, dass ich mich um die Sachen da kümmere. Take care of this stuff. And then I found out that ich habe dann herausgefunden, dass ein Nachbar schon ganz viel mitgenommen hat und das alles hat wollen fortrühren. Also bin ich sofort nach Kalifornien geflogen und habe alles da angeholt, um es retten. And I brought it all here to save it. Ich bin erstaunt, wie viel vom Ernst Heiniger da noch rum ist. Besonders viel Light Art, wo ich bis jetzt noch nicht viel davon gehört habe, wo er in späteren Jahren gemacht hat. Ein Spiel aus Licht und Farbe, das Vicky besonders liebt. Für sie war ihr Onkel vor allem Künstler, Poet. Ein Teil von Heiniger seinem Erbe ist wahrscheinlich irgendwo verloren gegangen. Der Rest hat es von der Vicky im Keller sicher zu der Fotostiftung Schweiz zu Winterthur geschafft. Endlich. Für den Direktor Peter Pfrunder war Heiniger sein Frühwerk schon länger ein fehlendes Puzzleteil. Also Anfang der 30er Jahre war Ernst Heiniger ein Pionier in der
Bereich Neues sehen in der sachlichen, neusachlichen Fotografie, die in dieser Zeit so ein Standard war in der Schweiz. Ein Puzzleteil, das die Stiftung dafür musste kämpfen. Aber es gehört, glaube ich, schon auch zu unseren Aufgaben, Spuren zu sichern. Und manchmal führen die Spuren zu eigentlichen Schätzen. Das ist alles Heiniger. Im Heiniger sein Schatz wird da jetzt sorgfältig aufgearbeitet, das heisst zuerst mal geordnet und digitalisiert. Ein Pilotprojekt für Katharina Riebstein und die Fotostiftung. Das erste Mal werden nicht nur Originalprints, sondern alle Materialien digitalisiert. Für das eignet sich der Nachlass super. Er besteht aus Abzügen, Dias und allen möglichen Negativen. Ja, und schon wahnsinnig. Immer im Anzug und mit Krawatten oder halt mit den Trenchcoats. Ja, also eben, das sind die. Wie ich taucht sie in sein Leben, in seine Arbeit ein. Es gibt noch viel zu tun. Die Zuordnung des Materials ist nicht immer klar. Welches Bild gehört wohin? In welche Zeit? Zu welchem Gedankengut? Dass wir hier immer noch Bildnummern wissen, gell? Mit neuesten technischen Mitteln werden Bilder eingelesen. Kein Detail soll der Nachwelt entgehen. Und jetzt ist eine Ausstellung zum Heiniger geplant. Ich bin gespannt, wie sie sein Leben, sein Werk wird interpretieren. Es ist keine einfache Aufgabe. Da braucht es noch ein bisschen Zeit, ja. Genau. Eben, ich glaube, bei anderen Autoren ist das vielleicht klarer, aber beim Heiniger ja, ist es für mich jetzt nicht so auf den ersten Blick klar, auf welche Themen dass man sich fokussiert. Ich finde es auf jeden Fall einfach auch interessant, sein fotografisches Werk in Zusammenhang mit seinem filmischen Werk zu zeigen. Also ich finde, da gehören wirklich beide Medien sehr stark zu ihm. Der Ernst Albrecht Heiniger kommt zurück in die Schweiz. Ich freue mich auf die Ausstellung, wo sich jeder ein eigenes Bild vom Boss machen kann. Nur allzu gut wäre es möglich gewesen, dass der Heiniger, der Rossfreund und Stierengrind, der Visionär und Perfektionist in Vergessenheit geraten wäre. Yeah, totally. Hope that was decent. Yeah, it was. It wasn't Swiss German, but it was very decent. Cool. All right, perfect.